Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Show Need for Speed World. Ich zeig euch jetzt meine Autos, die ich da habe, und ja, wollen wir gleich mal anfangen. So, da fangen wir auch gleich an mit dem Volkswagen Scirocco. Das ist mein leistungsschwächster Wagen, den ich habe. Der ist in der D-Klasse und hat 396 Gesamtwertungen. Dann hat er halt hier noch gute Teile. Manche davon habe ich gewonnen, wie den Motor habe ich gewonnen. Und halt die Ultra-Teile auch. Die Skill-Workshop-Teile sind auch größtenteils gewonnen. Die habe ich gekauft. Die Teile hier sind alle gewonnen durch Events oder Belohnungen, je nachdem. So, dann kommen wir jetzt zu einem. Jetzt kommen wir zu meiner neuen Errungenschaft: ein Nissan Skyline in der C-Klasse. Der ist noch relativ neu. Da habe ich jetzt nur eine Race-Aufladung, die ich gewonnen habe, drinne, und halt Renngeldbelohnung. Hat einen Gesamtwert von 444 und mehr kann man dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen. Dann kommen wir zu meinem dritten Wagen, den ich habe, der eigentlich in der Leistung her auch gut ist. Das ist der Nissan 370Z. Hier habe ich auch den Motor und die Bremsen gewonnen. Der Rest ist alles gekauft. Hier auch größtenteils gewonnen und hier auch halt. Der Nissan 370Z hat halt die Gesamtwertung von 531. Ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten. Das müsste... Ja, das ist meine Camaro ZL1. Hier haben wir auch wieder ganz, ganz viele Teile drin, die gewonnen sind. Das sieht man auch meistens schon. Dann die Skill Workshops auch. Hier sind auch der ab hier gewonnene Teile drin. Ja, der hat eine Gesamtwertung 606 Punkten. Dann kommen wir zu... Ich glaube, das müsste sogar eher... Dann kommen wir zum Lamborghini Murcielago LP 640 mit einer Gesamtwertung von 731 Punkten und es ist die Treasure Hunter Edition. Hier sind sehr viele Teile drin, die gewonnen sind, die ich auch nachgerüstet habe. Hier auch, das ist ein Power-Up, also mit den Erforschungsgeldbelohnung habe ich extra eins mehr reingehauen. Ja, dann kommen wir jetzt zum BMW M3 GTS. So, hier mache ich mal kurz so, hier seht ihr ihn. So, den habe ich mir gekauft für 1,4 Millionen Ingame-Geld. Er hat die Gesamtwertung von 721. Hier haben wir dann auch wieder unsere Pro Series, Ultra und Gebumsteile. Hier auch wieder. Und hier sind auch wieder gewonnene Teile. Ich weiß nicht, ich habe meistens das Glück, dass ich Teile gewinne. Also nicht wundern. Und dann haben wir zum Schluss hin den Ford Mustang Boss 302, Baujahr 2012. Mit einer Gesamtwertung von 741 Punkten. Mir fehlen genau noch 9 Punkte, dann ist er S-Klasse. Aber da fehlen mir die Teile halt dazu, die muss ich gewinnen. Und hier sind halt auch gewonnene Teile haufenweise dabei. Jo, das wär's hier jetzt an dieser Stelle. Und ich würde sagen, wir schnappen uns den Scirocco. Und... verlassen den Stützpunkt und geben mal ein bisschen Gas. Das heißt, wir fahren jetzt ein Stück zurück
Und jetzt sind wir bei 3, 2, 1. Huhu! So, und bei 258 ist bei diesem netten Auto Schluss. Das heißt, ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt gleich den nächsten von der Leistung her gesehen. Das wäre der C-Klasse. Also da müssen wir gleich dazu sagen, da das hier nicht so viele Teile drin hat, können wir von ihnen jetzt nicht so viel abverlangen. Aber ich würde sagen, auf 3, 2, 1, los! Geht's auch los. So, und hier sind bei 265 km/h das Limit erreicht von allen. Und dann schnappen wir uns jetzt, das war nämlich der. Das musste jetzt der. Es müsste die Camaro jetzt sein. So, da wollen wir den Stützpunkt verlassen und fahren jetzt an unsere Linie ran. So, und auf 3 geht's dann gleich los. 1, 2, 3. Wuhu! So, und hier waren jetzt bei glatten 300 Punkten, also km/h, die Grenze des Wagens erreicht. Dann wollen wir uns doch mal an den nächsten schmeißen. Das wäre dann der BMW M3 GTS. So, erstmal wenden. Und dann geht's los! Gut, hier wäre dann bei 315 km Schluss gewesen, aber ich würde sagen, das können wir bestimmt mit dem nächsten toppen. Das ist ja dann der Lamborghini LP 640. Jo, und nach dem Lamborghini werden wir dann unser Nissan 370Z rausholen. Aber als erstes würde ich sagen, auf los geht's los, ne? Los! So, also hier war dann aufgerundet, da er das jetzt bremsen musste und ich weiterfahren wollte, bei
330 war hier Schluss. Aus, alles im Karton weg. Jo, dann wollen wir doch gleich zum Nissan 370Z kommen. So, also hier bitte jetzt nicht wundern, aber auf los geht's, los! So, und hier waren jetzt bei 290 Grenze erreicht, Limit voll. Das heißt, wir müssten uns jetzt an unseren letzten... Nee, noch nicht. Wir haben nämlich meinen Nissan, den GTR, komplett vergessen. Es ist zwar ein Trackwagen, aber... Wir wollen es mal so sagen. Wir fahren jetzt an unsere Linie und geben dann mal Stoff. Denn... Dieser Wagen ist bei Track richtig geil und deswegen geben wir jetzt Gas! So, und hier waren jetzt bei 337 km/h unsere höchste Geschwindigkeit erreicht. Deswegen machen wir uns jetzt wirklich an den letzten Wagen, den ich besitze. Das ist der Ford Mustang Boss. Aber erstmal müssen wir wenden. Starten wir mal hier. Hört sich am besten an und deswegen 3, 2, 1, drück ins Gas! Das könnte jetzt verfälschen, aber egal. Gut, also hier sind eigentlich wie bei dem anderen Wagen, den wir hier vorher, den wir schon vorher hatten, 330 Restgeschwindigkeit. Obwohl das Kennzeichen passt irgendwie gar nicht, Italy. Aber egal, wollen wir es mal dabei lassen. So, das waren jetzt auch alle meine Wagen, die ich habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, könnt ihr, wenn ihr wollt... Ich bin ja eigentlich nicht so einer, der sagt, kommt, gebt mal ein Like, aber an dieser Stelle würde ich mich vielleicht doch mal freuen darüber, weil dann würden auch nächstes Mal, ich bin nämlich am Überlegen, jetzt noch ein Let's Test Video zu machen, also von daher so gesehen hat es mich wieder immer gefreut und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss.